Ich fühle mich beschissen. Ja je, das hat mir gerade nur noch gefehlt. Was ist denn? Hast du einen moralischen? Quälende Erinnerung? Warum heulst du, wenn es dafür nicht den geringsten Grund gibt? Ich weiß nicht, mir ist so mies, als wäre ich ein schmutziger Aschenbecher. Schmutziger Ich Aschenbecher. weiß nicht. Wenn man lange enthaltsam war, denkt man, es muss was ganz Besonderes werden. Gerade mit diesem Mann oder überhaupt mit einem Mann. Man wartet. Man lässt sich Fantasie spielen. Und wenn es dann passiert, fühlt man sich ganz leer. Und überhaupt eins kommt zum anderen und. Oh, Bist du krank oder was? Du bist einfach unmöglich. ich weiß nicht, aber diesen ersten Momenten, die sind schlimm. Danach, wenn man wieder Lust kriegt, ja, dann wird's leichter. Und dann geht alles wieder von vorne los. Du bist ja hysterisch. Wie hält es dein Mann mit dir aus? Gewohnheit. Gewohnheit. Hält es aus Gewohnheit mit dir aus? Und du? Hast du die hysterischen Anfälle auch aus Gewohnheit oder führst du speziell für mich dieses Affentheater auf? Ja, für dich. Er ist gleich vorbei. Wie bist du denn drauf? Geht so, ich kann es wiederholen. Ätzend, wie du darüber redest. Du machst mich noch verrückt. Möchtest du mich fesseln? Was denn? Womit denn? Nimm Strumpfhosen. Strumpfhosen? Ja, hol welche aus dem Schrank und ich werde inzwischen ohnmächtig. Ich liege hier bewusstlos und während ich bewusstlos bin, fesselst du mich. Ich wache sofort auf, aber zu spät. Du hast mich schon in deiner Gewalt und ich bin total hilflos und muss tun, was du willst. Werden die Strumpfhosen auch nicht reißen? Ja, die reißen nicht. Mach schon, die sind im Schrank, im mittleren Schubfach. Echt voll. Na und? Das ist schlecht. Wieso? Wenn der Mann zurückkommt, kann ich mich nirgends verstecken. Er kommt nicht zurück. Überhaupt nicht. Morgen kommt er zurück. Ich habe auf der Bank gesessen und gelauert, dass er rauskommt. Ich habe auch meine Fantasie spielen lassen, wie ich hier reinstürme und mit dir Liebe mache. Und weißt du, ich brauche den ganzen Kram nicht, den man gewöhnlich einer verheirateten Frau sagt, weil jeder von uns tut, was er will. Und ich fühle mich auch immer ganz leer und flau hinterher. Und dann kriege ich wieder Lust. Und dann kriege ich Hunger. Das ist alles so stinknormal, auch dass du die Freundin des anderen bist und dass ich dich fessle. Soll ich auf die Beine? Ja. Ich wäre bestimmt glücklicher, wenn ich wirklich den Trieb hätte zu fesseln oder Unterwäsche zu schnuppern. Wenn ich so scharf drauf wäre, dass ich schon bei dem Gedanken daran komme, dann wäre ich glücklicher. Aber ich mache mir aus all dem nichts. Ich kann nichts daran finden und überhaupt habe ich kapiert, dass jedes Teilchen meines Körpers sein Eigenleben führt, das dem übrigen Organismus unbegreiflich ist. Manchmal ist es sogar so, dass ein Teil den anderen terrorisiert. Jetzt zum Beispiel macht es mein Bewusstsein über alles lustig, was mir sexuelles Vergnügen bereiten sollte. Das heißt, da reibe ich mich an dir und nichts, keinerlei Vergnügen, weil ich wie in einem Raumanzug stecke und die Tatsache, dass er mir steht und dass ich wahrscheinlich in 1,5 Minuten komme, das funktioniert alles nur übers Gedächtnis. Aber jeder dieser Terrorakte meines Bewusstseins bringt mich dem Vergessen näher. Mir ist alles abgestorben. Von den Strumpfhosen? Von deinen Worten, die sind, ich weiß nicht, aber wie Ketten. Verstehe. Aber du bist ja schlimmer als ich. Also, mir war einfach mies und ich wollte dir die Laune verderben. Meinen Frust weitergeben, ne? Aber du bist ja total beknackt. Bind mich los. Ich habe jetzt irgendwie Hunger. Na toll. Bind mich los. Ich habe Hunger und ich muss was essen. Küche, Kühlschrank, Glasschale mit einem Teller drauf, Salat. Brot? Weißbrot, Schwarzbrot? Schwarzbrot? Ist nicht. Weißbrot? Baguette. Baguette? Altbacken. Wir essen kein Brot. Das Baguette ist von vorgestern. Da hatten wir Gäste. Jetzt bitt mich los. Nein, ich bin dich nicht los. Kann ich im Bett essen? Nein, gegessen wird am Tisch. Aber wenn du mich nicht losbindest, kannst du auch im Bett essen, weil dich niemand dran hindert. Ich esse gleich aus der Schale, ja? Willst du mich nicht losbinden? Nein. So wird's aufregender. Und was machst du, wenn du fertig bist mit Essen? Schlafen. Und ich? Was du willst. Aber los bin, tue ich dich nicht. Ich schlafe eine Runde, ruh mich aus und mach mit dir wieder Liebe. Das hast du dir raffiniert ausgedacht. Zu raffiniert. Gefällt's dir nicht? Nein. Ausgezeichnet. Dann wird alles ganz echt, ohne Getue. Bringt dich das in Fahrt? Bis jetzt nicht. Dann wart's ab.
Was soll das? In einer Minute, vielleicht auch in einer Stunde, falle ich über dich her.